Buenos dias, buenas tardes, liebe Leute, wo auch immer Sie jetzt sitzen, liegen, stehen, Auto fahren, Windsurfen oder was auch immer und hier eingeschaltet haben bei mir. Mein Name ist Friederike, ich bin die Leiterin der Redaktion des Ibiza Kurier. Den kennen Sie vielleicht auch schon, dies ist die deutsche Lokalzeitung für Ibiza und Formentera. Und ich darf Ihnen hier jetzt wieder einen ganz kleinen Schnipsel aus der aktuellen Ausgabe vorstellen, einfach damit Sie uns besser kennenlernen und dann auch ja, einfach wissen, was unsere redaktionelle Bandbreite ausmacht, über was wir so schreiben und berichten. Sie finden auch viele Artikel auf unserer Webseite, auch wenn Sie nicht Abonnent sind. Aber wir freuen uns natürlich mehr über Menschen, die uns auch sich ein bisschen erkenntlich zeigen und nicht einfach nur alles gratis haben wollen und gratis konsumieren. Deswegen lassen Sie vielleicht mal ein Abo da. Das gibt es für 27 Euro im Jahr. Also günstiger als ein Gin Tonic im Leo oder ein Strafzettel in der in St. Eulalia irgendwie in der Einkaufspassage. Also auf jeden Fall erschwinglich und Sie bekommen richtig viel, viel Geld. Nämlich ganz tolle Informationen, die Sie auch sonst über Ibiza sonst nicht so finden würden. Und über die auch andere Medien überhaupt wahrscheinlich auch gar nicht berichten würden. Weil wir berichten über Dinge, die auch manchmal ein bisschen unbequem sind. Und schauen sehr kritisch auf Pläne und Maßnahmen, die die Regierung oder die Behörden immer so wieder sich ausdenken, um die Leute zu kontrollieren, zu schikanieren und in die Enge zu drängen. Und hier geht es jetzt, habe ich schon geguckt, auf Seite 5 in der Rubrik Tourismus und Verkehr darum, dass die EU vorhat, ab diesem 6. Oktober ein Programm zu lancieren, das heißt EES, Entry-Exit-System, und das soll alle Nicht-EU-Bürger überwachen, die in die EU einreisen. Das betrifft in unserem Fall hier auf Ibiza vor allem die britischen Urlauber, die ja sowieso durch den Brexit schon erschwerten Zugang zu ihrem Ferienort hier haben. Aber jetzt soll es richtig krass werden, denn britische Urlauber sollen auf den Balearen getrackt werden. Also während ihres gesamten Aufenthalts sollen die getrackt werden. Durch biometrische Kontrolle, Fingerabdrücke und digitalisierte Reisedokumente, die dann da bei sich haben. Und es soll verhindern, dass diese Menschen in der EU nicht frei rumreisen oder in andere Länder einreisen. Was dann passiert, wenn sie es feststellen, weiß ich nicht. Also über Sanktionen oder Konsequenzen steht hier nichts. Man kann das jetzt gut sehen, man kann es aber auch kritisch sehen. Wie Sie das sehen, ist Ihre Angelegenheit. Wir halten uns raus aus Meinungen. Wir geben jetzt hier einfach nur die blanken Fakten. Und hier steht, ja, Big Brother in Anführungsstrichen soll ab 6. Oktober alle Nicht-EU-Bürger einschließlich Großbritannien, Irland oder Zypern im Schengen-Raum mit Hilfe hochentwickelter Biometrie verfolgen. Das heißt, die haben dann auch im Reisedokument, wenn sie da ihr Visum drin haben, einen Chip, der also dann genau geortet werden kann, um zu gucken, ob die Leute auch wirklich am Strand liegen oder am Hotelpool oder woanders. Naja, in diesem Sinne, ähnliche Themen wie diese, aber auch schönere und auch amüsantere und aber eben halt auch kritische Themen finden Sie bei uns. Und wenn Sie uns abonnieren möchten, gucken Sie hier unter dem Video, wie das funktioniert, oder kommen Sie auf unsere Webseite, da werden Sie auch sofort mit offenen Armen empfangen, wenn Sie sich für ein Abo entscheiden. Und ich freue mich dann auch ganz besonders und sage erstmal Tschüss an dieser Stelle und bis zum nächsten Schnipsel. Bis dann, bye bye.